Moin, moin, Leute. Henrietta Henne und Holger Hahn haben auch noch mal ein kleines Problem. Das Parallelogramm haben sie hingekriegt, aber beim Trapez scheitern sie schon wieder. Dann soll es so sein. So sieht ein Trapez aus. Im Gegensatz zu einem Rechteck oder einem Parallelogramm ist bei einem Trapez eine Sache entscheidend. Erstens, es gibt zwei Seiten, die gegenüberliegend parallel zueinander sind und die anderen beiden nicht. So, das sieht man hier dran. Die hier ist länger, die hier ist kürzer, das spielt aber nicht so die Rolle. Es ist eine Konsequenz daraus, dass die beiden anderen nicht parallel zueinander liegen. Aber am Ende führt es dazu, dass diese beiden Seiten hier nicht parallel sind. Und daher ist das kein Parallelogramm, also Trapez. Ich habe zwei parallele Seiten, die anderen beiden sind es nicht. Diese beiden Seiten, die parallel zueinander sind, kriegen jetzt noch Namen. Die nennen wir einfach mal C und D. Können wir ja sonst wie nennen. Wie immer. Können irgendwelche Namen haben. Wir nennen jetzt C und D. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir die Fläche von einem Parallelogramm berechnen. Quatsch, von einem Trapez. Wir können die Fläche von einem Quadrat berechnen, von einem Dreieck, von einem Rechteck und von einem Parallelogramm. Also müssten wir uns überlegen, können wir irgendeins dieser Objekte mit dem Ding hier erzeugen. Und siehe da, können wir. Wir haben eine kleine Idee, die mogel ich uns mal dazu. Wir verdoppeln das Ding mal. So, jetzt haben wir zwei Trapeze. Die sind beide genau gleich groß. So, das heißt, sie haben auch die gleiche Fläche. Müssen sie. Man sagt dazu, die sind deckungsgleich. So, und wenn wir das jetzt hier nebenpacken, das passt nicht. Drehen wir das mal ein bisschen. So, nee, das bringt mir auch noch nicht viel. Drehen wir das mal weiter. Oh mein Gott. Wenn wir das so aneinander packen, dann haben wir etwas, das wir schon kennen. Für alle, die es nicht sehen, diese Seite hier, also wir denken uns diese Seite mal weg, die ist jetzt weg, die ist Gift. Die ist nicht da. Diese Seite hier und diese Seite hier sind zueinander parallel. Und diese Seite hier und diese Seite hier sind auch zueinander parallel. Okay, das heißt, wir haben hier ein Objekt, das nennen wir wieder Parallelogramm. Großartig. Jetzt müssen wir uns überlegen, was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben diese Seite C nochmal verdoppelt, die ist hier oben jetzt auch. Und wir haben die Seite D jetzt hier unten nochmal. D. So. Das heißt, diese ganze Seite hier unten ist auf einmal C plus D. Das ist diese komplette Seite hier unten. Die haben wir jetzt also als diese Länge. Naja, und jetzt ist es eigentlich wieder Killepitz. So ein bisschen Spielkram. Aber weil wir gerade so gute Laune haben, machen wir das einfach mal. Wir zeichnen hier wieder eine Höhe ein, weil wir ja wissen, wie man die Fläche von einem Parallelogramm bezeichnet, die berechnet. Die nennen wir H. So, da ist die Höhe H, da ist die Grundseite. Und beim Parallelogramm ist das Ganze Grundseite, die war C plus D mal Höhe. Und dann haben wir die Fläche von unserem Parallelogramm. Naja, nun haben wir noch einen kleines Problem. Wir wollen ja nicht die Fläche von diesem Parallelogramm, sondern letztendlich nur von diesem Trapez. Jetzt denken wir mal kurz rückwärts und stellen fest, ach ja, wir haben ja einfach nur diese Fläche verdoppelt und das heißt, mein Parallelogramm, das ich hier erzeugt habe, hat die doppelte Fläche von dem eigentlichen Trapez. Grundsätzlicher Mathematikertrick, wir teilen den ganzen Stuss nochmal durch zwei. Ja, fertig. So berechnet man ein Trapez. Ich habe die beiden Seiten, ich addiere die, multipliziere die mit h und teile mein Ergebnis durch 2, weil ich nämlich die doppelte Fläche habe. Und ich wollte ja nur die einfache Fläche. Für den einen oder anderen könnte das vielleicht so ein bisschen bekannt sein, denn das haben wir schon mal gemacht, nämlich beim Dreieck. Da haben wir aus dem Dreieck auch ein Parallelogramm gemacht und aus dem Parallelogramm haben wir dann erstmal wieder ein Rechteck gemacht, damit wir das berechnen können. Also, ihr merkt schon, irgendwie ist jetzt hier bei dieser ganzen Geometriegeschichte sehr, sehr viel immer wieder gleich. Ne? Man hat was Neues und bastelt sich das so lange zurecht, bis man was Altes hat, überlegt dann, welche Seite ist was, überlegt, ob man irgendwas verdoppelt hat oder halbiert oder irgendwie weggelassen hat und rechnet sich das alles zurecht und dann passt das schon. Und herzlichen Glückwunsch, das passt tatsächlich auch jedes Mal. Also dann viel Erfolg beim Rechnen, Henriette und Holger. Ihr macht das schon, ihr seid auf einem guten Weg.